Rubik ist ein internationales Netzwerk von Kulturakteuren, das sich zum Ziel gesetzt hat, sowohl lokale Musiker zu unterstützen, als auch den Fokus auf ihre Herkunftsregion zu lenken. Eine Win-Win-Situation für die Protagonisten und ihre Umgebung also. Diese Episode ist Teil von Italo Funky Express, einem brandneuen Format, welches italienische Funkgrößen mit Newcomern zusammenbringt. In dieser Folge werden Nikaleo, Teka und Ridillo zu sehen sein. Die apulische Gruppe Nikaleo legt einen cineastischen Soul-Sound an den Start, welcher bereits in zahlreichen Filmproduktionen zu hören war. Für das Streaming-Konzert haben sie ihren Langzeit-Kollaborateur Teka mitgebracht, seines Zeichens einer der interessantesten Rapper der süditalienischen Region. Auf Seiten der Größen haben wir Ridillo mit im Boot. Die emilianische Gruppe feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Bestehen und ist über Italiens Grenzen hinaus bekannt. Mit Kooperationen mit Gianni Morandi und vielen anderen haben sie regelmäßig Stadien und Festivals im ganzen Bel Paese gefüllt. Austragungsort dieses Zusammentreffens ist das Deposito Zero Studio in Forli. Dank der High-End-Ausstattung konnten hier nicht nur die Audiospuren, sondern auch das gesamte Bildmaterial aufgenommen werden. Für Italo Funky Express sind drei Ausstrahlungen geplant. Am 3. Februar auf United We Stream, am 4. auf Drin geblieben und am 5. auf dem Rubik eigenen YouTube-Kanal. Ciao, io sono Benji. Sapete cos'è il funky italiano? Il funk, il soul, il new soul. Diciamo che proviamo a scoprirlo con Italo Funky Express, una specie di treno che parte qua dal Deposito Zero, un bellissimo studio di registrazione, e vi porto a vedere chi c'è come prima puntata in questo treno. La cosa bella è che il treno paradossalmente parte dalla Puglia, grazie a Puglia Sound, e abbiamo... Vieni, vieni. Abbiamo Nikaleo.
foto da che si stanca di tutto tua per sempre. Ma sono una pazza foto da commesse tua per sempre. Adesso non c'è più luce, a me manca l'aria, ogni parola ed ogni gesto è un'ossessione fisica. Sono una foglia contro il vento, mi muovo senza regole, senza un perché, cado in basso, guardo in alto, è buio ma un buon consiglio pregevole è.